Normalerweise wäre ich heute nicht alleine hier. Denn beim Weltgebetstag, da geht es ja nicht nur um das Singen und Beten, sondern auch um das gemeinsame Essen hinterher. Und deswegen stehen die Frauen den ganzen Tag in der Küche und bereiten die leckeren Speisen vor. Aber Moment mal, warum eigentlich nur die Frauen? Warum stecken wir immer noch fest in diesen Klischees und Schubladen? Gemeinsam mit Frauen aus dem Kirchspiel sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen. Denn letztlich, da wusste doch schon Paulus vor mehr als 2000 Jahren, dass es ganz egal ist, welcher Religion wir angehören, welchem Geschlecht, welche Sexualität oder aus welchem Land wir kommen, aus welchem Kulturkreis. Denn eigentlich, da sind wir doch alle Gottes Ebenbild. Und im Alltag, da sind es ganz unterschiedliche Rollen, die wir füllen. Jeder und jede hat ganz viele verschiedene Rollen. Immer wieder. Ich habe noch nie Angst gehabt, abends alleine nach Hause zu gehen. Ich habe noch nie Worte wie geile Titten oder prüde Stück hinterhergerufen bekommen. Und ich habe noch nie gehört, dass ich den schweren Wasserkasten doch bitte den starken Mann tragen lassen soll. Letztens erst, da wurde ich gefragt, warum ich Feministin bin, denn Feminismus sei doch aufgebauscht und völlig übertrieben und aus Müdigkeit der immer gleichen Frage habe ich mir schon die Augen gerieben. Und dann habe ich tief Luft geholt. Da war mal ein großes Haus mit Küche und Schublade darin und ein schwarz-graues Büchlein mit einer Geschichte, die niemals verging.
Darin standen Erzählungen von Männern, die Großes vollbracht, ihre Frauen zu Haus das Essen gemacht. Und so scheint es seit Anbeginn, das Problem mit den Geschlechterrollen nie wirklich verging. Leben wir heute in einer Welt von Männern für Männer gemalt, hat man mit Toiletten, Smartphones und Sicherheit der Weiblichkeit eine Hürde aufgeschnallt. Und es mag sein, dass sie heute nicht mehr in der Küche steht. Die Mehrheit von ihr in Deutschland vielleicht sogar Vollzeit zur Arbeit geht. Und das ist tatsächlich ein großer Schritt, den der Feminismus eingebracht. Nur haben sich die Regeln für ungleiche Bezahlung zwischen Männlein und Weiblein doch auch wieder die Kerle ausgedacht. Und wisst ihr, was ich hierbei nicht verstehe? Warum teilen wir uns auf in zwei verschiedene Kategorien, wenn sich Männchen und Weibchen doch meist noch gegenseitig anziehen, wenn jeder der beiden überlebenswichtig für die Menschheit ist? Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch den anderen einfach so vergisst. Denn selbst bei ihrer Vergewaltigung ist die Frau dran schuld. Was hattest du an? Du verführst doch den Mann, ich verliere die Geduld. Und hast du als Frau Lust auf Sex, wirst du Schlampe genannt. Selbst die Verhütung ist heute so oft noch unbemannt, denn die Pille ist für die Frau. Die kann sie selber zahlen, dann noch Tampons und Binden, die den Mann plötzlich mit Bleiche bemalen. Die Entwicklung der Pille für den Mann wurde abgebrochen, weil er sich über Depression und Libidoverlust beschwert. Du armer Mann, wer tut dir das an? Das ist doch die gleiche Nebenwirkung, die die Frauen schon seit Jahren das Leben erschwert. Nur wurde die Pille für die Frau doch auch nie verbessert. Aber wenn sie nicht nimmt, ist die Gesellschaft, die meckert. Feminismus ist wichtig. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Denn Mensch ist Mensch. Kein Geschlechtsteil der Welt hat das je widerlegt. Ich habe schon so oft Angst gehabt, abends alleine nach Hause zu gehen. Und das Traurige ist, dass es normal ist, dass eine Frau sowas hat. Ich habe schon so oft Worte wie geile Titten oder prüde Stück hinterhergerufen bekommen. Und das Traurige ist, dass es vielen Frauen so geht. Ich habe schon so oft gehört, dass ich den schweren Wasserkasten doch bitte den starken Mann tragen lassen soll. Aber wisst ihr was? Ich trage meinen scheiß Wasserkasten von jetzt an selbst. Und ich greife weiterhin mit vollem Herzen ein, wenn ich sehe, dass die Welt ihr aufgrund des Geschlechterklischees ein Bein gestellt. Ich mache das selbstverständlich genauso, wenn es um Religion oder ums Herkunftsland geht. Ich find's nur echt traurig, dass das nicht jeder so macht, was sich doch eigentlich von selbst versteht. Naja. Verstehen sollte. Mensch ist Mensch. Und jeder Mensch, ja, das steht doch sogar im Grundgesetz, ist frei und gleich an Würde geboren. Und wenn wir doch alle Menschen sind, sagt, warum fehlt in dieser Welt der Zusammenhalt? Ich hoffe so sehr, die Erleuchtung kommt bald. Gott. Viel ist schon erreicht in unserem Land in Sachen Gleichberechtigung, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Hilf uns, Ungerechtigkeiten zu erkennen und offen anzusprechen, wenn wir sie sehen. Wir bitten dich für alle Kinder, dass sie sich frei von Klischees entfalten können. Wir bitten dich für alle Eltern, dass sie sich nicht zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen. Wir bitten dich für alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, dass sie sich für Chancengleichheit einsetzen. Niemand ist frei von Vorurteilen. Darum bitten wir dich für uns alle, schärfe auch unseren Blick für Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Lass uns offen aufeinander zugehen und so unsere eigenen Vorurteile abbauen. Lass uns miteinander ins Gespräch kommen und so die Toleranz wachsen. Lass uns die Schönheit deiner Welt sehen,
mit all ihren bunten Farben und ihrer Vielfalt. Amen. Sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fließt, der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder, denn in jedem Fang steckt dieser Krieger, dessen Mut ist wie ein Schwert, doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg, alle Krieger des Lichts, alle Krieger. Geistkraft, die uns schützt wie eine Mutter, sei mit uns alle. Amen.